Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, mein Name ist Kamal Afse. Wir haben mal die Kamera nach den Dreharbeiten angelassen und haben dann tatsächlich zwei schöne Duelle, die wir so nicht aufgenommen haben, mal aufgezeichnet. Hier haben wir den Audi R8 V10 Plus gegen den Porsche Carrera GTS. Und ich muss sagen, es ist doch echt spannend geworden. Deswegen habe ich da jetzt mal die zwei Duelle da so zusammengefasst. Und ja, wir gehen mal rein. Hier sieht man, dass der Porsche den besseren Start hat. Jetzt kommt der R8 langsam wieder. Der Porsche hat echt gut mitgehalten, muss ich sagen. Und ja, das wird am Ende ganz, ganz knapp. Gehen wir nochmal genau rein, was genau passiert ist. So, ja, der Porsche hat auf jeden Fall die bessere Reaktion gezeigt. Allerdings kommt der 8 unfassbar zurück. Aber knapp ist es trotzdem am Ende geworden. Schade, wir haben da leider kein Bowley 50 gehabt. Das wäre auch wahrscheinlich noch sehr, sehr spannend geworden. Und ja, naja. Hier sieht man jetzt noch mal ein bisschen die Bahn. Hier kommt der Porsche wieder angeflogen. So sieht das aus, wenn die ganzen Autos weg sind. Ja, und hier hatten wir genau den Alfa Romeo Giulia Quattrofoglio, der wunderschön aussieht, eine ganz, ganz spezielle schwarze Farbe hat, die im Licht so ein bisschen funkelt, das sieht man gleich. Und ja, ich glaube, man sieht gleich den Alfa Romeo gegen den R8 auch. Allerdings als im Rolly 50, nicht im stehenden Start. Wie gesagt, das ist so das, was wir den Leuten anbieten. Hier sieht man das Funkeln in der Farbe. Genau, der Giulia gegen den R8. Ja, nach den Dreharbeiten bieten wir immer den Leuten an, so ein bisschen Spaß zu haben. Dann gibt es freies Fahren unter Aufsicht. Und das ist dann so dabei entstanden. Wie gesagt, wir haben die Kamera ein bisschen laufen lassen dabei. Hier sieht man Rolly 50. Jetzt gehen beide aufs Gas, allerdings hat der Alpha leider keine Chance. Es ist natürlich auch immer reaktionsbedingt, wann und wie man auf Gas geht. So, gehen wir noch mal rein, was genau passiert ist. Da hinten sieht man auch die Autos, die da sich so langsam breit machen. Und Hütchen kommt, jetzt sieht man, dass der Alpha ein bisschen oder einen Ticken später erst Gas gibt. Und so entscheidet er das, oder so entscheidet der Audi das Rennen für sich. Ja, das war mal so das, was so nach den Dreharbeiten passiert ist. Und wie gesagt, wir haben die Kamera einfach mal laufen lassen. Das ist jetzt so dabei entstanden, so ein paar coole Aufnahmen auch.
Und ja, hier sieht man auch nochmal, der Mercedes GT steht da. Ich glaube, der R8 macht sich jetzt langsam auf dem Wege. Ja, wie gesagt, das ist nach den Dreharbeiten, geben wir jeden Fahrer nochmal so ein bisschen Spaß. Wenn du da draußen auch gerne bei uns mal teilnehmen willst, kommentier doch mal unter dem Video mit deinem Fahrzeug, mit deinem Instagram-Kanal und wir melden uns bei dir. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Mein Name ist Kamal Afse und bis bald.